Und weiter geht's mit Legend of Legaia. Gut, dann wollen wir uns doch jetzt endlich mal in diesem Schloss umsehen. Ich habe zwischen dem letzten Video und diesem bin ich noch einmal zurückgelaufen bis nach Remelm, habe noch ein Heilkräuter, also ein Heilblatt nachgekauft, sowie das zweite Rüstungsteil, was uns bisher noch fehlte. Und jetzt wollen wir uns doch hier in diesem Schloss endlich mal gescheit umsehen. Hier gehen noch ein paar Treppen auf. Und man findet wieder Gegner. Was haben wir denn hier Schönes? Wieder ein Gimard und ein Skelett. Gut. Ebenso habe ich mir aus dem Netz, ja, insofern bin ich ein bisschen gemein, eine kleine Liste rausgesucht mit sämtlichen Art-Moves für Wahn. Da wollen wir doch jetzt mal ein paar davon ausprobieren. Erstmal unten, rechts, dann oben. Mal schauen, ob das Ding wirklich angemessen Schaden macht oder nicht. Ja, was bekommen wir denn Schönes? Das Brandmal. Das ist eigentlich nichts mehr wie ein Stoß mit der Schulter, aber okay. Noch besser als nichts. Und wir haben noch 63 KP-Punkte, also können wir gleich noch den nächsten austesten. Mit oben, unten und dann nach links. Schauen wir, was dabei rauskommt. Feigling! Gut, aber die 55 Erfahrungen und 30 Gold für den Gimard bekommen wir trotzdem. Gott sei es gedankt. Aber das hatte ich auch noch nicht. Ich dachte immer, Skelette wären logischerweise hirnlos und dadurch auch irgendwie furchtlos. Also das ist mir jetzt das erste Mal, so oft wie ich dieses Spiel auch schon passiert habe, passiert, dass mir da so ein Gegner abgehauen ist. Gut, aber jetzt können wir uns von hier erstmal hier hinten rumschleichen. Und hier ist wieder ein Kasten. Auf dem Schrank steht Blitzschlüssel. Willst du den Schrank öffnen? Ja, natürlich. Blitzschlüssel im Schrank. War nach dem Blitzschlüssel. Gut, wir haben jetzt also den Sonnenaufgangsschlüssel und den Blitzschlüssel. Haben sich hier alle irgendwie selbst eingekerkert, wie es mir scheint. Zwei Gimards. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Was haben wir gesagt? Oben, unten, links. Alles klar. Probieren wir es mal aus. Ja. Was bekommen wir? Den Heap Kick. Ja. Also ich versuche mich jetzt nicht irgendwie an der Übersetzung aus dem Englischen großartig aufzuziehen, weil im Englischen wäre es der Slash Kick. Aber nun gut. Deutsche Übersetzungen in Spielen wissen wir ja, das funktioniert nicht immer. So, links, links, unten. Mal sehen, was da rauskommt. Ist der Powerhaken. Alles klar. Gut. So, und das müssten jetzt eigentlich auch schon alle Arts sein, die wir ohne Probleme einsetzen können. Ohne Probleme heißt, je stärker die Arts werden, also die Künste, desto mehr Punkte verbrauchen sie zum einen und desto mehr Befehle muss man auch dafür eingeben. Da wir aber derzeit nur drei Befehle sicher eingeben können, müssten wir für die anderen jedes Mal nur, um sie zu lernen oder zu benutzen, jedes Mal vorher unseren Spirit aufladen. Und das muss man auf Dauer natürlich nicht machen. Ein Buch im Regal trägt den Titel Das Wasser von Schloss Drake. Willst du es lesen? Nein. Wann klappt das Buch zu? Weil ich denke mal nicht, dass uns das viel verraten wird. Aber hier steht eine Schatztruhe mit einem Heilblatt. Das ist doch auch schon sehr, sehr angenehm. Eins weniger, das man kaufen muss. Da wir den Blitzschlüssel haben, gehe ich mal davon aus, genau, wir kriegen die Tür hier auf. Wollen wir nochmal weiter schauen, wo es jetzt hingeht. Erstmal wieder zu ein paar Gegnern. Und da haben wir einen neuen Gegner, einen Erpelgeist. Wer auch immer auf die Idee kam, diesen Namen zu verwenden. Gut, jetzt können wir auch mal in unserer Artlist nachschauen. Wenn man also während der Eingabe auf Dreieck drückt, hat man die Möglichkeit, sich sämtliche Moves anzusehen und wie viel KP-Punkte sie jeweils verbrauchen. Jetzt benutzen wir einfach mal das Brandmal noch von neuem. Okay, das war jetzt eine blöde Idee, weil dadurch, dass der Gegner schwebt, werden sämtliche Angriffe, die gegen den unteren Teil des Gegners ausgeführt werden, treffen grundsätzlich nicht. Eigentlich ziemlich logisch, habe ich jetzt selber nicht dran gedacht, kann aber passieren. Gut, da das mit dem Brandmal nicht funktioniert hat, nehmen wir doch einfach mal wieder unseren Hyperellenbogen. Da hat ja relativ Kraft dahinter. Und steht wieder auf. Hält aber eine ganze Menge aus. Windstoß. Aua!
Muss das denn sein? Kannst du dich nicht einfach hinlegen und aufgeben? Dann machen wir mal ein paar Autoangriffe. Denn ich will meine KP doch so auf dem über 50-Punkte-Stand eigentlich lassen. Ah, wir haben noch ein Level abbekommen. Ich will die KP unbedingt auf dem, oder was heißt unbedingt, sondern ich möchte sie gerne eigentlich auf dem über 50-Punkte-Stand lassen. Falls uns doch mal zwei oder drei von diesen Erpelgeistern begegnen, damit man da entsprechende Kontermaßnahmen ergreifen kann. Apropos Kontermaßnahmen, das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns ein heilendes Blatt zu Gemüte führen. Das haben wir hier schon wieder. Da ist wieder so eine Tür. Ich gehe mal davon aus, da müssen wir wieder den Schlüssel suchen. Was haben wir denn hier? Ein Buch im Regal trägt den Titel Geographie des Reiches Drake. Willst du es lesen? Nein, wir bereisen die Welt sowieso. Dann werden wir auch die Geographie auf Dauer kennenlernen. So, und ja, da ist auch schon der Schlüssel, wie es aussieht. Auf dem Schrank steht Sternschlüssel. Willst du den Schrank öffnen? Nein, das lassen wir zu. Wir brechen die Tür so auf. Natürlich nehmen wir den Schlüssel mit. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Außer irgendwelchen Gegnern. Was haben wir denn schönes? Wieder zwei Gimards. Gut, die sollten eigentlich kein Problem mehr sein. Machen wir mal ein paar Autoangriffe. Hoffentlich macht er keine Hyperart, sonst müssen wir es selber... Ja, ah, er schafft es sogar schon ohne Techniken, die Gegner platt zu machen. So, dann hauen wir den noch kurz im Grund und Boden. Oh Mensch, lass doch die Techniken weg. Ja, irgendwie scheint es auch so zu sein, dass solange man die normal, also solange man die Autoangriffe verwendet, er kann über diese Möglichkeit neue Arts dazulernen. Es passiert aber relativ selten. Sobald man sie aber einmal gelernt hat, entweder durch Rumexperimentieren, dass man die richtigen Codes rausfindet oder sonst was, scheint er sie auch sehr, sehr gerne selbst zu verwenden, wenn man über die Autoangriffe geht. Warum es so ist, fragt mich nicht. Es ist halt vom Spiel so vorgesehen. Irgendwie. Schatzruhe. Ein Überlebensmesser. Gut, hätten wir uns das vorhin in Rimelm schon mal nicht kaufen brauchen. Ein etwas verschmutztes Tagebuch. Willst du es lesen? Ja, natürlich. Ich bin neugierig. Erntemonat, Tag 2. Bald ist das Erntefest. Ich freue mich schon. Aber König Drake wird besorgt. Erntemonat, Tag 4. Ein Bote aus dem Norden sagt, der Nebel habe Jeremy eingehüllt. König Drake ist blass. Erntemonat, Tag 5. Im Tal im Nordosten wird ein seltsames Gebäude errichtet. Ein von König Drake entsandter Spähtrupp kehrte nicht zurück. Erntemonat, Tag 7. Verhängung einer Ausgangssperre. Die Gelehrten des Königs untersuchen den Nebel. Ich hoffe, sie finden eine Lösung, damit mein geliebter König von seiner Qual befreit wird. Erntemonat, Tag 10. Der Nebel hat das Königreich Drake erreicht. Er bedeckt die östliche Ebene. Vom Wachturm aus scheint es, als ob sich der Nebel von dem Gebäude im Tal ausbreite. Erntemonat, Tag 13. König Drake verbietet die Verwendung der Seru. Das Erntefest wird abgesagt. Verständlich, wenn man bedenkt, wie sich der Nebel auf die Seru auswirkt. Erntemonat, Tag 14. Ich kann dem Befehl des Königs nicht glauben, doch wir müssen gehorchen. Als Diener König Drakes ist Gehorsam meine Pflicht. Der Rest ist verwischt und unleserlich. Das hört sich ja schon ein bisschen arg beängstigend an, wenn man mich fragt. Erinnert ja so ein bisschen an Resident Evil fast schon. Ja, ganz langsam und schleichend. Warner hat den Feind überrascht. Na, das nutzen wir doch gleich mal aus und fallen ihm mal richtig derbe in den Rücken. So, was benutzen wir denn mal? Bleiben wir beim Hyper-Elbow, der trifft wenigstens. Es gibt übrigens für die Gegner auch die Möglichkeit, sogar Hyper-Arts teilweise zu blocken, was ich angesichts gerade solcher Gegner, die sowieso schon nicht von allen Angriffen getroffen werden können, ziemlich nervig finde. Aber gut, muss man mit leben. Ja, aber was war jetzt der Befehl dieses Königs? Dass sie sich alle gegenseitig oder dass sie sich selbst wegsperren und die Schlüssel wegwerfen? Kann das sein? Woran steckt den Sternschlüssel ins Schloss? Die Tür geht auf. Und weiter geht's in die Tiefen des Schlosses. Wer errichtet überhaupt so ein Schloss, bitte? Wir sind die ganze Zeit Treppen hoch und jetzt sieht's auf einmal aus, als wären wir irgendwo im Keller oder so. Ja, seltsam. Was haben wir denn hier? Einen großen Saal.
Scheint der Thron soll zu sein. Wollen wir nochmal schauen, was sich hier in den Gemächern versteckt. Auf dem Brief in der Schatztruhe steht: An den Reisenden, der dies findet. Willst du es lesen? Natürlich. Ich bin Drake der Dritte, König von Drake. Ich weiß nicht, wer diesen Brief erhält. Doch jeder, der durch den Nebel vordringt, muss über größere Kräfte als der Nebel verfügen. Bestimmt hast du die Serummonster in den Verliesen dieses Schlosses gesehen. Diese Monster sind in Wirklichkeit meine treuen Diener und die Bewohner meines Königreichs. Als der Nebel kam, versuchten wir alles, um ihn zurückzudrängen. Wir beteten sogar am Genesis-Baum auf dem Berg Rikuroa im Norden. Der Sage nach wird die Menschheit durch die Kraft des Baumes gerettet. Zuletzt sperrten wir uns ins Verlies und trugen Seru. Wir ergaben uns dem Nebel. Als Serummonster müssen wir mit dem Wasser von Drake bis zum Abzug des Nebels überleben können. Wir sperrten uns im Verlies ein, damit der Seru-Wahnsinn uns nicht dazu bringt, jemanden zu schaden. Darum fordere ich dich auf, Reisender, den Nebel zu verjagen, da unsere Macht dazu nicht reicht. Du bist unsere einzige Hoffnung, die uns am Leben hält. Man legt den Brief zurück. Nach der Kleidung zu urteilen, war dieser Seru einmal ein Mitglied der Königsfamilie. Wahn, ich habe das Gefühl, es ist König Drake. Schau, er hat einen kleinen Schlüssel um den Hals. Das muss der Wasserschlüssel sein. Uiuiui, das ist natürlich jetzt ziemlich harter Tobak, dass sie sich selbst eingesperrt haben und freiwillig Seru angelegt haben, nur damit sie überhaupt überleben können. Auf dem Schrank steht Bergschlüssel. Willst du den Schrank öffnen? Natürlich. Gut, also wer sich natürlich schon so weit der ganzen Lage ergeben hat und so weiter, die Leute können wir natürlich nicht im Stich lassen. Nein, das geht nicht. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwas tun. Allerdings gehen mir die Gegner jetzt gerade doch ein bisschen arg auf den Keks, weswegen ich jetzt mal die Marz einen freien Lauf lassen werde. Mal schauen, ob der mit dem Erpelgeist schneller fertig wird. Das Skelett können wir dann ja immer noch zu Brei kloppen. Oder zu Staub, je nachdem. Und, hat es gereicht? Na, sehr schön. Das war wenigstens den nervigsten Gegner ja schon mal los. Und Gimards magischer Level hat sich nochmal erhöht. Das ist doch auch schon wieder sehr, sehr praktisch. Macht dann noch mehr Schaden. Und das war auch ein One-Hit. Sehr, sehr gut. So langsam lohnt sich die ganze Sache hier doch. Nun, ja, wollen wir doch mal schauen, ob wir den Leuten nicht irgendwie helfen können. So, was haben wir hier noch? Wahn, die Tür dieses Raumes ist ziemlich massiv. Wenn du die Tür festschließt, dürftest du dich in Ruhe ausruhen können. Willst du dich ausruhen? Ja, natürlich. Eine weise Entscheidung. Während du schläfst, werde ich Wache stehen. Du hängst an meinem Arm. Wahn, verzeih, dass ich dich in deinen Träumen störe. Jetzt kannst du auch noch in meinen Träumen auftauchen. Was kannst du eigentlich noch? Ich muss dir etwas über die Seru, meine Kräfte, sagen. Genau, die Seru. Sie sind schreckliche Wesen. Doch die Schuld liegt nicht bei den Seru. Der Nebel ist an allem schuld. Ich habe spezielle Kräfte für den Kampf gegen die Seru. Ich kann mich mit einem durchgedrehten Seru assimilieren. Oh Mann. Speziellen Kräfte des Seru verbinden sich mit meinen und ich werde eine starke Waffe. Ich habe die Kräfte von Gimard aufgenommen, dem Feuer-Seru, gegen den du gekämpft hast. Die Fähigkeiten eines Seru können nicht immer durch Kämpfen aufgenommen werden. Lass uns trotzdem mit möglichst vielen Seru kämpfen, um ihre Kräfte aufzunehmen. Liebend gerne, aber bisher haben wir außer Gimard ja noch keinen getroffen. Der Einsatz der Seru-Fähigkeiten kostet dich Magiepunkte. Das geht jederzeit, aber dein Magiepunktevorrat ist begrenzt. Ja, das wissen wir ja nun schon. Aber danke, dass du es uns nochmal erklärt hast. Wahn, mach dein Nickerchen. Gesundheitspunkte und Magiepunkte sind völlig wiederhergestellt. Wahn, du siehst viel ausgeruhter aus. Danke, danke, danke. Das ist ein Feuerbuch 1 in der Schatztruhe. Wahn hat das Feuerbuch 1. Was ist dieses Feuerbuch? Nun ja, verwenden wir das Feuerbuch, lernen wir eine Hyperart. Und je nachdem, welches Buch es ist, lernen wir es für den bestimmten Seru. In dem Moment für Wahn und Meta. Und wir haben die Tornado-Flamme-Bewegung. Hyperarts sind spezielle Arts, die wesentlich mehr KP kosten, aber dafür auch ziemlich hart zuschlagen.
Ist mehr Feuer-Hyperkünste, ein wirbelnder Flammenfleck. Was für eine Beschreibung. Ich würde mal sagen, das sehen wir uns am besten doch mal direkt an. Aber vorher speichern wir nochmal, damit unsere gesamten Fortschritte bis hier nicht verloren sind. KP füllen sich... Ups. Na. KP füllen sich übrigens beim Schlafen nicht einfach auf, sondern nur durch Kämpfe. Sei denn, ich vertue mich da jetzt, korrigiert mich dann bitte, oder wir werden es ja gleich im Kampf sehen. Aber ich würde sagen, wir machen den Rest des Schlosses im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.